Dann war ich an der Schlange, da sagte der echt vor mir, bitte zwei Drehspieße. So ein richtiger Allmann. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Jetzt müssen wir aber uns ganz doll beeilen, damit diese Stunde schneller vorbeigeht, denn wir haben ganz wenig Zeit und das ist ja alles gerade ganz ungünstig. Wir nehmen gerade 17.08 Uhr auf, wir haben nur bis 18 Uhr Zeit, das heißt, wir müssen ja irgendwie früher raus. Ja. Jetzt sind's, eben waren es noch irgendwie 5 Minuten früher, jetzt sind es halt schon 10 Minuten früher. Wir werden dann switchen direkt. Ich sage erstmal, wer wir sind. Das ist doch hier viel zu aufgeregt. Hallo Tino, hallo, wir hallo, sind Robin, Brennpunkt hi. Internet. Na, hallo. Das ist alles hier gerade sehr durchgehasselt und wir haben beide voll den stressigen Tag gehabt und. Ist echt so. Ich habe mal wieder zu meinem guten alten Freund, dem Ei, heute Morgen gegriffen. Vielleicht hat es der eine oder andere in meiner Insta-Story gesehen, weil ich wusste, ich bin den ganzen Tag unterwegs und werde wahrscheinlich nicht mal zum Essen kommen. So ist es auch gewesen und das Ei, das stopft einfach so richtig geil. Ist das so, ja? Ja. 3 Eier zum Frühstück, schön Sandwich. Ist geil. Der hat die Story gesehen. Hammer. So, aber worum es eigentlich geht, ist, wir haben nicht so viel Zeit. Deswegen müssen wir jetzt machen, dass die Stunde schneller rumgeht. Das machen wir mit Kurzweil, mit Witzen über Sachen, die man nicht mit Witzen titeln sollte. Nee, auf keinen Fall. Ja, und andere tolle Sachen. Wir sind nämlich Brennpunkt Internet, erzählen mit schwarzem Humor und so weiter und so fort, bla bla bla. Ihr kennt die scheiße Triggerwarnung, ja, ja. Verpisst euch, wenn euch das nicht gefällt. Ich muss mich ganz kurz entschuldigen übrigens für die letzte Woche. Und zwar habe ich da erzählt, dass ich einen Filmdreh mache mit einem komischen Regisseur. Ich hätte es völlig falsch verstanden. Er war jetzt mit mir im Bett, auf einmal ist der gut. Nee, nicht wirklich. Er ist doch kein Nazi. Er ist tatsächlich ein sehr links gerichteter Mensch. Ah. Und also ein Sozialist. Ins andere Extrem quasi. Das ist du hast nur sozial gelesen und dachtest direkt an Nationalsozialisten. Nee, ich habe den Artikel irgendwie auf Englisch gelesen und habe da so ein paar doppelte Verneinungen irgendwie überlesen. Okay. Und I am not ain't no Hitler Fan. Quasi. Und deswegen will ich das zurücknehmen. Ich habe mich für die richtige Produktion entschieden. Ich glaube auch, dass meine Agentin mich niemals in so eine Produktion reinstecken würde von irgendwelchen komischen Leuten. Du hast richtig mit so den Leuten in Schwarz zu tun, so Geheimagenten, ja? Solche Leute, da hängst du mit drin. Die geheimen Schauspielagenten, Filmagenten. Ich fress was, bedient dich. Lach die mir auch. Paar Störgeräusche im Radio. Ich habe gehört, das ist professionell. Das lieben die ja. Oh, guck, da rollt dir direkt eins vor die Hand. Oh, danke, sogar zwei. Und, aber ich hab die sind auch hier, ne? Extra für so Tino-Lauchs. Ja, vegetarisch. Ach so, ja, stimmt. Du bist ja versuchter Veganer. Ja, aber da ist ja leider ganz viel Ei drin. Bestimmt, und auch Milch. Mhm. Das kurz dazu, aber ich habe dir ja gestern eine andere Info geschickt. Ja, aber... Und zwar, da ist ein Schauspieler vor Ort. Ist das was man so sagen sollte, oder... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Letztes Mal hast du noch ein Geheimnis drum gemacht, was und wo und wie du mitmachst. Und jetzt kann man das ja voll zurückverfolgen, wenn du das jetzt sagst. Mm. Aber witzig fand ich's. Nee, ich darf ja erzählen, was ich mache. Jetzt, wo ich weiß, dass es keine schlimmen Leute sind. Ach so. Es ist ein serbischer Film, eine Komödie, eine Dramakomödie. A Serbian Movie zufällig? Der heißt genauso. War auch eine Komödie. Genau, es gibt einen Arbeitstitel, weil ich glaube, es ist tatsächlich geheim, dass es gerade gedreht worden ist. Aber es war jetzt der letzte Drehtag jetzt, deswegen kann ich es jetzt auch erzählen. Und es geht um so ein bisschen um Krieg, nur auf lustig. Und ach so. Ich spiele quasi einen Exekutionsmenschen vom Erschießungskommando. Lol. Aber ich bin so ein, ich kann ja nachher mal ein Bild zeigen. Mir ist die Robe viel zu groß, also die Uniform viel zu groß. Und ich spiele halt so einen Praktikanten, dessen erste Exekution das ist. Und ich bin schon ganz aufgeregt so. Und da wird auf einmal das Opfer reingebracht. Und ich bin über dieses Opfer sehr überrascht. Ich verrate nicht, was für ein Opfer es ist, aber es überfordert mich ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Szene, die ich spiele. Auch die letzte Szene des Films übrigens. Und es wird sehr toll. Und der Schauspieler, um das kurz zu beenden, ich fand ihn am Set richtig nett und er war richtig gut auch im Spiel. Und er hat mich so ein bisschen an Habe Kerkeling erinnert. Mhm. Und er ist auch ein sehr bekannter Schauspieler in Kroatien, glaube ich, oder in Serbien. Und plus, habe ich dir auch schon geschrieben, er ist die serbische Stimme von Pokémon, von Ash Ketchum. Und das Kontra ist so ein bisschen, ach, googelt mal nach dem serbischen Pokémon, also Ash Ketchum Synchronsprecher. Das macht halt kein Schwein. Erst recht unsere Radiozuhörer, die wissen nicht mal, was Internet ist, aber... Ich verrate es nicht. Du verrätst es nicht. Aber nein, ein dickes Kontra. Ich fand das so witzig, aufgedröselt. Bro, er ist bekannt und Ash und Kontra etwas anderes. Das andere, das will ich nicht erzählen, weil ich ihn nett fand und er vielleicht bei dir im Gefängnis sitzt. Vielleicht wegen dir dann auch nochmal zusätzlich, wenn du ihn so nett fandest. Ich bin ja volljährig. Ja und? Guck dich mal an. Ja, das hast du nicht auch erst geschrieben, dass du irgendwie...
Auf Facebook hast du doch gesagt, irgendjemand hat dich mit Tom Cruise verglichen, weil du so klein bist. Genau, richtig. Ich muss mich in einer Szene auf so ein Podest stellen. Und um mir die Schmach zu nehmen, aber ich kenne das ja von allen möglichen Filmen, wo ich gespielt habe, meinte er so, don't worry, the best actors are very small and tiny and just like Tom Cruise. Und ich dachte, ach, danke für das Kompliment. Also ich bin ein Schauspieler wie Tom Cruise, quasi Hollywood-Klasse, und das habe ich angenommen. Muss man sagen, Tom Cruise, ja, jetzt mal abgesehen von seinem Privatleben, ist das schon ein großer Star, und er hat fast keine schlechten Filme gemacht, so, und der liefert halt auch immer ab. Man kann sagen, ja klar, also als Schauspieler ist er auf jeden Fall grandios, aber dass er den Stauffenberg so als Helden dargestellt hat, darstellen musste, finde ich. Ja, wollte ich gerade sagen, ist das seine Entscheidung gewesen? Das so? Nee, aber also, man hätte ja auch sagen können, ich mache das nicht. Weil hier wird ein Nazi irgendwie als Held dargestellt. Ja, alles. Aber wenn du jetzt einen amerikanischen Volkshelden oder so darstellen würdest, könntest du dich natürlich auch reinlesen und so, klar. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem nochmal was anderes, als Deutscher darüber Bescheid zu wissen und als Ausländer, der halt, ja, da gab es diesen Stauffenberg und so. Wenn du als Schauspieler eine historische Figur spielst, dann beschäftigst du dich die nächsten Wochen extrem damit. Und die Wochen vor dem Dreh guckst du dir Filme von dem an, Fotos von dem an, wie er aussah und wer er eigentlich war. Scheiß Streber. Und hätte Tom Cruise, das ist so, Schauspieler sind echt Streber. Und das hätte er wissen können. Mhm. Also das nehme ich ihm nicht als Entschuldigung ab. Oh, I didn't know that Stauffenberg was a Nazi. Naja, auf jeden Fall, während ich hier die Tüte nochmal ein bisschen aufreiße, kann ich dir jetzt immer ins offizielle Intro, wir haben immer noch kein Jingle oder sowas. Wir schaffen es nicht. Auf der 50. spätestens. Weil wir hatten noch neulich so eine geile Idee für die 50. Folge. Was waren das nochmal? Fuck. Ach so, Video? Ach genau, ja. Wie wir? Was denn? Naja, wir wollten uns filmen, das weiß ich noch. Aber nicht hier im Studio. Wir wollten einen veganen Käsekuchen backen. Ach genau, das war's. Veganer Käsekuchen zur 50. Folge, da auch mal mit Bild. Genau. Kann man auf jeden Fall ins Auge fassen. Mit dem Rezept eines Hörers von uns, der bei YouTube kommentiert hat. Was ihr auch tun könnt, Brennpunkt Internet auf YouTube suchen und dann kommentieren. Wir lesen alle eure Beiträge. Oder hasserfüllte Leserbriefe, die kommen ja auch an, was wir immer wieder demonstriert haben. Ganz oft. Zusammen mit den hasserfüllten Blicken aus dem Publikum hier um das Studio drumherum. Die sind gerade sehr, sehr unsere abgelenkt. Unsere Mitangestellten, die kacken immer ab, wenn wir Briefe bekommen. Also schickt Briefe. Da freuen wir uns. Ja, das war auf jeden Fall das Vorgeplänke. 7 Minuten drin und noch nicht ein was über die letzte Woche geredet. Doch, Tino. Doch, meine Woche war ja, schon. Ja, deine Woche. Doch, ist, meine Woche. Das stimmt. Das ist auch wichtiger, als was zum Beispiel in China, in Amerika oder sonst wo passiert. China, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es auch nicht China, mehr hören. AfD, immer ja, das Gleiche. Nee, diese Woche ist mal Abwechslung. Ich wollte es gerade sagen. Diese Woche sind sehr viele YouTube-relevanten Sachen passiert. Es sind so viele kleine Sachen, wo man sich einfach mal wieder so ein bisschen naiv über Katja Krasewitze zum Beispiel lustig machen kann, ohne jetzt denken zu müssen, oh, wenn ich jetzt sage, in China, da vergasen sie Leute. Na gut, vergasen nicht. Das kommt erst vielleicht noch. Vielleicht. Mal schauen. Da bleibt das Lachen immer so ein bisschen Hals stecken. Aber über Katja Krasewitze, ne, da kann man sich einfach so richtig... Kann man krasse Witze machen. Ja, so unbeschwert einfach drüber lustig machen. Katja Krasewitze. Ja, auf jeden Fall ganz viel passiert diese Woche. Und vielleicht fangen wir an mit einem kleinen Nachtrag. Der Sonic-Trailer, der neue. Hast du den gesehen, Tino? Nein, ich habe das Bild gesehen, dass der Sonic anders aussieht. Ja, wir haben ja vor, keine Ahnung, gefühlt einem halben Jahr mittlerweile. Kommt hin. Über Sonic geredet. Der erste Trailer war halt nicht so gut. Jetzt ist er gut. Ja, aufgrund, und das war's. Aufgrund des Aussehens von Sonic. Also viele sagen, dass das so Marketingstrategie ist. Kann natürlich sehr teuer sein, sowas zu faken und risikobehaftet. Und die Leute, die dann sagen, naja, also hätten sie gleich den guten Trailer, wenn das so wäre, veröffentlicht. Warum nicht das? Weil da hätte sich ja gleich jeder gefreut. Aber meine steile These, Sonic interessiert eigentlich kein Schwein. So. Nee, nicht dadurch, wirklich. Durch das Ding ist es jetzt wieder so im Umlauf. Aber wenn einfach so der Trailer rausgekommen wäre, ob das jetzt Absicht war oder nicht, ja, ob das jetzt wirklich PR-Move war oder nicht, es hätte halt einfach keinen gejuckt. So. Sie haben sich selbst geschadet, um die Figur Sonic irgendwie hochzubringen und das kann man so. Natürlich jetzt nicht genau sagen, dass es wirklich mit Absicht gemacht hat. Es ist relativ unwahrscheinlich und es wäre teurer. Es ist vielleicht vorstellbar, dass sie nur für den Trailer, die einzelnen Trailer-Szenen, die Figur hässlich gemacht haben. Und dass der Film von Anfang an schon so, aber who knows. Ich glaube also nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ja, egal. Wirst du reingehen in den Film? Nee, absolut nicht. Ich auch nicht. Aber aber ihr vielleicht. Aber damit hängt nämlich noch eine Sache zusammen. Über die habe ich mich aufgeregt, obwohl ich den Film nicht sehen will. Julian Bam spricht Sonic in der deutschen Variante. Und er ist wird auch so aggressiv im Trailer beworben. Julian Bam spricht Sonic. Richtig cool. Das brauchen die Filme heutzutage.
Ja, aber uncool. Einfach richtig uncool. Ich habe mich drüber aufgeregt. Die hätten dich fragen sollen. Ich mache den Disclaimer ja extra vorher. Ich habe kein Interesse daran, diesen Film zu sehen. Aber das steht ja auch für was, ja. Wenn du jetzt einen Film machst, wenn hier dein nationalsozialistischer Regisseur ankommt, ja, und sagt, ich will jetzt einen geilen Film machen, dann ist das ja erstmal, dann möchte er quasi Kunst erschaffen. Ja, und möchte im besten Gewissen alles tun, damit seine Kunst bestmöglich wird. Wenn der jetzt aber daherkommt und sagt, oh na, dann nehme ich hier diesen Tino Ranacher, den kennen ein paar Leute in Weimar, den hole ich mir ran für die PR. So. Obwohl du überhaupt nicht schauspielen kannst. So. Ja. Und dann reißt das sein Kunstwerk runter. Das ist doch scheiße, oder? Na, es ist halt so das hatten wir auch schon zum Thema China, ja, dass dann irgendwelche Hauptfiguren mit Chinesen besetzt werden. Ja. Obwohl Chinesen alle nicht schauspielen können. Richtig, das ist so ein kleiner Kompromiss, glaube ich, zwischen Kunst, aber auch etwas zu verkaufen. Das ist wie in der Musik mit Feature-Gästen, dass du manchmal ein Feature machst mit jemandem, um ihn zu hypen oder um jemanden sich hochziehen zu lassen. Zwischen Kunst und Kritik, Herodes. Das ist in der Kunst ganz normal, dass man sich so ein bisschen hochzieht. Aber normal muss ja kein Synonym für gut sein, Tino. Nein, muss es nicht sein, aber das hast du doch ganz, ganz oft. Und wenn es das Werkstück nicht komplett darunter leidet. Wenn jetzt Julian Bam doch, finde schon. So ein bisschen gut spricht. Nee. Ich meine, er kann ja. Hast du das schon gehört? Naja, man hört es ja am Trailer. Ach so. Und ich habe es auch in meinem Stream auseinandergenommen. Hm. Ich verstehe halt nicht. Also man muss ja kein Schauspieler zu sein, um irgendwie ansatzweise zu verstehen, dass wenn da eine Situation ist, in der eine Figur schreit, ja. Ah. Genau das. Da muss man doch kein Schauspieler dafür sein, um das zu verstehen, dass wenn man dann schreit, dass man dann halt irgendwie wirklich schreien muss und nicht so, als würde die Mutti gleich irgendwie reinkommen, weil den Gameboy unter der Decke noch anhast. Und so ein Schrei in diesem Trailer schon drin, ja. Da brauchst du aber auch einen guten Regisseur dafür. Also einen Synchronregisseur. Das ist doch eine Frage der Intelligenz. Also, du musst doch raffen, dass du irgendwie ein bisschen Emotion da. Also deswegen Synchronsprecher, das hat ja auch irgendwie was mit Acten zu tun. So. Absolut. Das ist ja nicht einfach nur, ich lese einen Text vor. Das sind meistens auch Schauspieler, die das machen. Und deswegen. Ich finde es gar nicht gut. Ich habe schon nicht gehört. Ich werde es mir jetzt mal anschauen zu Hause nachher. Vergleich es auch mal mit dem Englischen. Da hast du ja, ich weiß nicht, ob er das vorher sehen durfte, was der Englische gemacht hat, weil das ist einfach scheiße. Ja, aber ich glaube, dass so ein Sonic-Film jetzt nicht wirklich kunstvoll sein soll. Ich glaube, das ist schon das ein großes du. Wirtschaftsding. Das ist mein großes Kindheitsidol, der Sonic. Ja. Ja, aber vergiss es. So kennst du die Mehrzahl von, die Steigerung? Scheiße, jetzt habe ich es verkackt. Kennst du die Steigerung? Hatten wir doch schon beim letzten Mal. Nein, da ging es um was anderes. Ach so. Egal. Nein, aber jetzt habe ich alles aufgegessen, Leute. Aber so Filme wie jetzt James Bond oder so, das ist doch lange keine Kunst mehr. Das ist einfach nur, die Leute ins Kino locken. Da kommt deine Prinzip-Haterschaft durch, du. Ich hate den Film gar nicht. Ich habe nie einen gesehen. Bei den letzten James Bonds, da waren schon auch sehr gute dabei. Natürlich haben die dann auch irgendwie die Intention, Geld zu machen. Aber deswegen kann man ja trotzdem als Regisseur. Also ich glaube, keiner wird Regisseur, weil er Geld machen will. Sondern weil er Bock hat, Filme zu machen. Ich glaube, es ist viel zu risikohaft. Also wie viele Regisseure gibt es, die wirklich erfolgreich sind? Und wie viele gibt es, die nichts reißen? Ja, doch, es gibt so Regisseure wie Werner Herzog, der damals mit Klaus Kinski gearbeitet hat. Der war ein großer Künstler. Aber ich jetzt als jemand, der aus dem Bereich so ein bisschen kommt, für mich ist beides sehr wichtig. Ich möchte sowohl Geld verdienen mit dem, was ich tue, aber ich habe mir auch einen Beruf ausgesucht, der mir Spaß macht und wo ich dahinter stehen kann. Aber man kann doch auch Geld verdienen und gleichzeitig Kunst machen und nicht irgendwie. Ja, das versucht man dann 20 Jahre, merkt dann, oh, irgendwie schaffe ich es nicht. Dann macht man halt einen Sonic-Film. Dann kommt man im Late-Stage-Capitalism an, ja, und sagt, ach, guck mal, der Kapitalismus zerfrisst jede Leidenschaft hier. Geld ist mehr wert als Menschenleben. Und solange es Abnehmer findet, wie bei Schlagermusik, ja, diese Amigos. Das sind immer Wolfgang Petri feiere ich. Petri rausgehört, es ist ein Künstler. Ja, Roland Kaiser stehe ich voll dahinter. Aber so die Amigos zum Beispiel. So, ich gehe für dich, da ist Feuer. Die flüstern da irgendeinen Text und dann immer der gleiche wie Beat Billie runter. Eilish. Richtig beschissen. Billie Eilish. Und das ist doch auch keine Kunst eigentlich, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen. Das ist keine Kunst. Aber es gibt Menschen, die das abfeiern und die das lieben. Dann ist es ja auch wieder Kunst irgendwie. Und zwar Kunst für die breite Masse. So würde ich das gar nicht irgendwie. Ich würde schon sagen, auch wenn es mir schwerfällt, aber der Sonic-Film ist ja trotzdem Kunst. Es geht nur darum, wenn du etwas schaffst, möchtest du, dass es bestmöglich wird und nicht. Also ja, willst du auch, dass es erfolgreich wird. Du hast ja auch Druck von dem Film. Aber es ist halt einfach.
stellst dir doch im Extrem vor, wenn das halt jetzt immer mehr überhand nimmt. Ich habe ja auch einfach meine Vietnam-Flashbacks von Gronkh in Just Cause zum Beispiel gekriegt. Da spielt er eine echt wichtige Figur, die du zwar nie siehst, aber es ist halt die Figur, jedes Mal, wenn du Scheiße baust, was du permanent machst in Just Cause, kommt die Funkstimme von den Gegnern quasi und sagt, oh, da ist wieder etwas passiert. Schnell, untersuch das einmal. Und nur solche Ansagen von Gronkh kommen dann. Und das war einfach richtig scheiße. So, und wenn du das ins Extrem denkst, dass in 10 Jahren die Synchronsprecher, ja, brauchen wir nicht, keine Ahnung, wir nehmen halt irgendwelche bekannten Leute, stellen dann, was weiß ich, Barbara Schöneberger, keine Ahnung, dahin, und die spricht dann Nemo, ich bin voll drin. Das gab's schon immer, das gab's auch schon in den Filmen in den 60er Jahren, dass die dann Prominente besetzt haben, um den Film zu verkaufen, und ich glaube, das wird nie Überhand nehmen. Ich glaube, es wird immer so sein, dass es werden sich nur die Promis ändern. Früher waren Fußballer vielleicht relevant und Sportler und dann waren es Models. Das muss man auch bitte dazu sagen. Das habe ich vielleicht nicht rausgestellt. Wenn Julian Bam eine gute Leistung erbringen würde, wäre mir das ja auch egal. Es geht einfach nur darum, dass es einfach nicht gut ist. So. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Das hast du aber ganz oft. Ich glaube, das ist ja wie, wenn du ein Produkt hast, was du verkaufen willst. Wenn jetzt irgendwie Steffi Graf Werbung macht für Pinguin früher, vor 20 Jahren. Das ist halt ein Werbegesicht, was dieses Produkt halt trägt. Und das gab es halt mehr. Schon immer. Das gab es schon immer und es wird auch immer so sein. Und aktuell sind es halt die Influencer und YouTuber, die solche Sachen bewerben müssen. Bah. Und vielleicht war ja auch der Synchronregisseur oder die Regisseurin ein Julian Bam-Fan und wollte ihn unbedingt mal in einen ihrer Filme drin haben. Bestimmt. Kann auch sein. Ich werde es mir mal ansehen. Ja, ich werde dir meine Expertise dazu geben, ob er das gut gemacht hat. Und wir haben jetzt auch schon wieder zu viel darüber gesprochen. Ich muss mich auch mal ein bisschen runterfahren. Ja, es ist alles so aufregend. Ich finde es okay, auch mal über ein unwichtiges Thema lange zu reden, weil das ist, glaube ich, auch viel spannender, als immer die Themen so abzuarbeiten. Ich habe schon seit Wochen das Thema Döner-Drehspieß in Weimar stehen, habe es aber nie reingenommen, weil es immer Wichtigeres gab und ich nicht alles abhandeln wollte. Aber heute muss es raus. Okay. Es ist mir nämlich aufgefallen. Jetzt platzt ja der Kragen. Doch, bei meinem Lieblingsdöner, bei Sasa hier unten, da ist jetzt auch ganz groß Drehspieß dran. Und ich dachte, die Menschen werden eh Döner sagen weiterhin, aber dann war ich an der Schlange und sagte der echt vor mir, bitte 2 Drehspieße. So ein richtiger Allmann. Und ich finde es halt arg lächerlich, weil Döner ja auch nur übersetzt heißt Drehspieß, Drehfleisch. Also soweit ich weiß, heißt Döner-Kebab drehendes Fleisch. Ja. Oder drehendes was auch immer Fleisch. Und es ist Fleisch Döner, und es dreht sich. Und ich verstehe nicht, warum man es nicht mehr Döner nennen darf. Ich weiß schon warum, weil... Es wird Zeit, dass du hier Bürgermeister wirst und den Döner zurückbringst. Bürger und Dönermeister, das muss ich werden. Denn es ist so, dass in Weimar jetzt durchgedrückt worden ist, dass Döner nur Döner heißen dürfen, wenn ein gewisser Prozentsatz Rind drin ist. Keine irgendwas. Ja, aber auch nicht so viele Zusatzstoffe. Keine Geschmacksverstärker, genau. Scheid. Und kein Weimarer Dönerladen hat das halt. Das heißen es alle Drehspießladen. Aber hast ich finde es lächerlich. Drehspieß, ja. Aber in manchen Sachen ist es vielleicht ganz gut. Also wenn du zum Beispiel den Orangensaft kaufst und da ist aber nur Pisse drin und die nennen das trotzdem Orangensaft. Machen sie ja nicht. Da steht auch mal dann drauf, Fruchtsaftgetränk oder sowas. Oder Fruchtgetränk. Orangengeschmack. Nicht mal Orangensaft mit Orangengeschmack. Ja. Das gibt's ja alles. Und es ist ja auch wichtig, das zu deklarieren. Aber ich finde, Döner, Kebab heißt ja Drehspieß. Jetzt nur den deutschen Begriff zu nutzen, finde ich halt albern irgendwie. Genauso wie wenn sie jetzt sagen, man darf nicht mehr Schnitzel sagen. Es heißt jetzt irgendwie anders. Nee, es ging auch um Zigeunerschnitzel, oder? Nee, es ging auch um die ist noch was anderes. Vegane Milch und sowas. Wie jetzt Sojamilch heißt jetzt Sojatrink. Achso, es darf keine Milch mehr sein. Ja, aber Scheuermilch und Sonnenmilch, die dürfen doch so heißen. In meiner Scheuermilch ist wenigstens auch ein bisschen gut drin. Ein bisschen Scheuer, vom Scheuertier, keine Ahnung. Ja, okay. Dann ist die Sonne gemolken. Und du kommst also jetzt hier mit dem Sprachfaschismus an, aber sagst gleichzeitig SprachInnen. Und ja, SprechleuteInnen. Da geht es auch um Diskriminierung, aber so ein Döner-Kebab, der Drehspieß heißt übersetzt. Das Kalb wird halt vielleicht auch diskriminiert, wenn es mit minderwertigem Fleisch zusammengetan wird und dann trotzdem als hochwertiger Döner. Ja, wir als Pflanzenfresser, also ich finde ja sowieso, dass man das nicht. Wir sehen es ja eh kritisch, ja, dass das Tiere getötet werden. Aber das gibt's nun mal, ich kann es nicht ändern. Und jetzt das umzubenennen. Oder auch dann vegetarischer Drehspieß heißt es dann auch. Vegetarischer Drehspieß. Vielleicht darf dann irgendwann Massentierhaltung auch nicht mehr so heiß, sondern muss dann auch Massen
Tier-Holocaust genannt werden oder so. Eben nicht. Es gab mal ein Urteil, dass man den Holocaust nicht vergleichen darf mit der Massentierhaltung. Oh, Mist. Shit. Weil man ja die Opfer des Holocaust herabwürdigen würde mit Tieren. Obwohl das umgekehrt ist, die Tiere aufzuwerten. Aber würdigen wir die Juden herab, wenn ich sage, in China passiert auch eigentlich ein Holocaust? Streng genommen ja. Echt, ja? Tatsächlich. Ich habe auch schon Ärger bekommen. Weil deutsche Juden besser sind als chinesische Uiguren? Oder warum ist das? Nee, weil der Holocaust so ein krasses Verbrechen war. Man kann das nicht vergleichen, was gerade in China ist. Klar, natürlich, auch da passieren schlimme Sachen, aber das Level ist ein ganz anderes. Das ist eine ganz andere Liga. Das ist wie wenn du jetzt sagst, irgendwie Trump ist dann neue Hitler. Das ist eine völlige Verharmlosung von Hitler, weil er hat ja wirklich Millionen Todesopfer zu verursachen. Aber jetzt mal angenommen, wir kennen die offiziellen Zahlen nicht, weil es die nicht gibt und erst recht nicht rausgegeben werden. Mal angenommen, es sind jetzt schon 6 Millionen Uiguren gestorben. Oder 7 Millionen, Tino. Dann kann man es gerne vergleichen, aber es ist halt nicht so. In dem Gebiet, wo die Uiguren lebten in Anführungsstrichen, waren irgendwie vor 10 Jahren war es noch 87% Uiguren und dann sind auch ja Mainland, also von den anderen Regionen, Leute extra hingebracht worden, um die da rauszubumsen, wortwörtlich. Ja. Geil. Und mittlerweile sind es halt unter 50%. Das ist schon relativ viel. Also wenn man das hochrechnet, wie viel Einwohner China hat, vielleicht sind da unterm Tisch so ein bisschen 7 Millionen Leichen doch irgendwo. Ja, ist halt ein Genozid halt, ne? Letztendlich. Naja, egal. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich kann nicht mehr gegen argumentieren. Nee. Noch ein belangloses Thema habe ich. Und zwar, es gibt jetzt einen veganen Burger bei Burger King. Der Rebel Whopper. Rebel Whopper. Okay. Finde ich spannend. Dazu kann ich nicht viel sagen, außer in Magic gibt es eine Art Kreaturentyp, die heißt im Deutschen Noggle. Wow. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Gut, nächstes Thema. Also Burger King habe ich überhaupt gar keinen Bezug zu. Ach so, doch, vielleicht haben die Kronen noch? Ja. Weil dann hole ich mir so eine, dann gehe ich tatsächlich mal wieder zu Burger King. Ich muss nämlich demnächst wahrscheinlich mal einen Streamer-YouTuber nachmachen in Real Life, der heißt Knossi. Und er hat immer so eine Krone auf. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Der schreit immer sehr viel rum. Ja, ja, ich glaube schon. Ja, der ist erst sehr lange an mir vorbeigegangen, aber der ist gerade richtig hart im Kommen. Ich glaube, Imp hat den immer in seinen Stories drin. Ja, genau. Korrekt. Naja, gut. Wir müssen es ansprechen. Ganz kurz machen wir es, obwohl es eigentlich ein Riesending ist. Das Trumps Enthebungsverfahren. Ja. Die öffentlichen Anhörungen haben nämlich angefangen. Beginnt, ja. Während wir hier gerade sitzen, ist gerade auch wieder die nächste. Ich glaube, Mittwoch war die erste, heute ist die zweite. Wir haben Freitag, Nachmittag/Abend. Und bis jetzt wurde sich nicht viel mit Ruhm bekleckert. Aber wie gesagt, ich wollte es nur kurz machen, weil wirklich, Trump zieht sich einfach zu hart durch. Wir werden berichten die nächsten Woche, denke ich mal. Denke ich auch. Aber die witzigste Meldung für mich war, das Weiße Haus hat veröffentlicht, der Donald, der schaut nicht die Anhörungen, der ist zu beschäftigt, früh um 8 irgendwie oder so, mit Präsidentschaftsarbeit. Der muss ausschlafen. Und im selben Atemzug kam eine Front an Tweets auf Twitter, wie er Sachen retweetet oder selber tweetet von diesen Gesprächen, die da geführt werden, von diesen Aussagen. Hm. Also wirklich so 50 Tweets innerhalb von den Stunden, wo er ja so beschäftigt ist mit Präsidentsarbeit. Das heißt, er wird nicht vor Ort sein bei diesen Impeachment-Dingern. Der muss eigentlich auch befragt werden, ziemlich sicher. Befragt werden bestimmt, aber nicht da sitzen die ganze Zeit. Hat der echt Sachen zu tun? Ja, der hat ganz wichtige Sachen zu tun den ganzen Tag. Ja, also es bleibt weiterhin spannend. Es ist relativ viel passiert, aber ich glaube, es ist geiler, irgendwie darüber zu reden, wenn das durch ist. Ich denke auch, aber spannend. Also der Startschuss für die Impeachment-Dinger. Ja. Und wir werden berichten. Jede Woche, garantiert, versprochen. Ja, ja, ja. Ja, noch was für dich sicherlich sehr spannend war, die Impfpflicht. Ja. Ist durchgesetzt worden. Wo du gerade von Imp gesprochen Richtig, hast. Richtig, die Impflicht. Für Masern meinst du? Für Masern, genau. Und zwar müssen jetzt sämtliche Kita-Kinder und Erzieher und so weiter und so fort, auch die mit Asylbewerbern arbeiten, müssen jetzt eine Impfpflicht haben. Ansonsten bekommt man nämlich eine richtig dicke Geldstrafe. Eine Person in meiner Familie wird sich darüber ganz schön abfacken, aber ich finde das erstmal gut so. Ja, ich auch. Ja, hatten wir das im Podcast? Nee, das habe ich woanders gesagt, glaube ich. Oder haben wir woanders drüber geredet? Das Verbote, ja. Da heißt ja immer, so Verbote, alles verbieten. Verbotspartei. Ist ganz schlimm. Aber wenn man sich mal überlegt,
ich kann mich in der Stadt frei bewegen, weil es das Verbot gibt, hier mit dem Auto mit 200 km/h durchzuballern. Also vielleicht hin und wieder das ein oder andere Verbot, um die Freiheit für kleine zweijährige Kinder nicht an Masern verrecken zu müssen, zu gewährleisten, ist vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee. Das Verbotsargument kommt ganz oft von irgendwelchen dummen Leuten, auch als es die Ehe für alle gab, auch da hieß es dann, oh, die nehmen uns die Ehe weg. Und ja. Jetzt haben wir das Verbot bekommen, alleine zu heiraten mit Heterosexuellen. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, kann ich da reinkrätschen mit einer Uplifting News. Yay. In Schweden und Finnland. Wie gesagt, ich habe es nicht aufgeschrieben. Es kann auch sein, dass es Dänemark war. So diese geilen Länder da oben. Da sind jetzt die Raten, ich habe es nicht durchgelesen, den Artikel dazu, weil kann ich mir jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie wirklich die Kausalität da vorhanden ist. Nachdem Same-Sex-Marriage, ja, die gleichgeschlechtliche Ehe dort erlaubt wurde, sind die Suizidraten gesunken. Das kann natürlich andere Gründe haben. Es kann auch sein, dass dadurch einfach die gesellschaftliche Akzeptanz dadurch höher ist, nicht jetzt per se durchs Heiraten oder so. So schlimm kann ja die Ehe nicht sein. Ja, und das war einfach eine kleine Sache, die ich einwerfen wollte. Ist doch schön. Aber wie gesagt, lest euch lieber selber nochmal durch, weil ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Im Zweifel nochmal selber nachgucken. Ja, wie alles hier. Prinzipiell. Aber Mann, wir sind schon wieder viel zu lieb, lass mal wieder Minderheiten beleidigen. Ja, und zwar die Minderheiten, die Ärzte-Tickets bekommen haben. Oh, da können wir uns gegenseitig mal die Hand reichen. Ja, wir haben es geschafft, wir haben Tickets für die Ärzte. Es ist echt so unfassbar, keiner in meinem Freundeskreis hat es geschafft, solche Tickets zu bekommen, außer du und ich. Hammer. Ja. Und aber was ich dann erfahren habe, ich habe dann Johannes gefragt, du meintest mein Johannes. Mein Cousin, der hat dir Tickets, der hat dir dein Ticket geholt. Ich habe doch gepostet, dass ich keine Zeit habe, weil ich trainen muss und ich kann mich nicht kümmern. Ich dachte halt, und drei Leute haben mir geschrieben, dass sie für mich versuchen wollen, welche zu besorgen. Ja. Jonas, hier der, ich will den Nachnamen nicht sagen, falls er das nicht möchte. Und noch eine andere Followerin von mir, die ich nicht persönlich kenne. Und alle haben es nicht geschafft, außer Johannes. Geil. Mir Karten zu besorgen. Ja. Grüße gehen raus an Johannes, an Peter Reven. Ich mag ihn. Sehr, sehr nice. Ja, sehr gut. Aber fuck, jetzt sind wir vom Impfen schon weg. Ich hatte dazu ja noch was. Die gute Katja wollte mal ansprechen. Weil die hat im Zuge dessen ja natürlich auch alles losgelassen. Hat sie auch Ärzte-Tickets? Nee, sie hat keine Ärzte-Tickets. Ach so. Also Ärzte in Erfurt, wer von euch dabei ist, wir sehen uns, ich freue mich. Ja. Aber jetzt müssen wir kurz noch über Dummheit reden in Form von einer Frau. Katja Krasewitze findet es nämlich nicht gut, wenn Leute sich mit Chemie vollpumpen. Ja, hat sie auch recht mit ihren keine Punchline. Und ihren großen Plastikpusten. Ja, sie hat sich auch gegen das Impfen ausgesprochen und hat gesagt, es sind immer mehr Leute, die dumm einfach alles glauben, ohne es zu hinterfragen. Hat so eine Instagram-Story gemacht. Und die ist doch sonst so cool. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ich habe echt keinen so großen Bezug zu der, aber... Es gab so ein cooles Interview von Leroy, das ist so ein Typ im Rollstuhl, der Leute in der Geschichten. Und da hat auch sie in diese Folgen, Minderheit. Genau. Ja. Diese starke Minderheit. Und da war sie richtig sympathisch, richtig cool. Und ich mag sie ja auch voll. Ich glaube, aber wenn du eine Zeit lang so eine Rolle spielst, dann geht das vielleicht ein bisschen deine... Was ist denn eigentlich eine Persönlichkeit? Wenn du 10 Jahre lang einfach vorgibst, eine bestimmte Persönlichkeit zu sein, bist du dann nicht vielleicht einfach diese Persönlichkeit? Doch, das hört man von vielen Seiten. Falco ist ja auch am Ende durchgedreht und wusste nicht mehr, wer er ist und hat dann nicht mehr schaffen können zu trennen zwischen dem Hans und dem Falco und dann war er irgendwann beide Personen gleichzeitig. Und dann hat er aus Versehen eine 18-jährige Freundin gehabt. Quasi. Nee, ich wollte nur den Bogen spannen. Du wolltest noch irgendwas sagen zu Katja, oder? Eigentlich nicht. Ja. Aber schlimmer als sie finde ich eigentlich den Gurkensohn. Ach, Alter, das ist jetzt gerade die aktuellste News. Aber aktuell, ja. Hat gerade, also vor 5 Minuten hat Herr Newstime ein Video rausgehauen. Ja. Ich will auch noch vorher was sagen zu ihm. Und zwar hat er ja diese Interviews geführt mit Karin Ritter. Ja. Raus mit den Tüchern. Diese Nazi-Familie da. Und er hat ihr wohl Geld versprochen, dass er ihr Geld zukommen lässt und sie besucht regelmäßig. Jetzt kam aber raus, er wollte nur an die Tochter von ihr oder Enkelin von der Karin ran, an die er nicht ran durfte und hat ihr auch nie Geld geschickt oder Geld gegeben, der Karin Ritter, obwohl er ja mit ihr Geld gemacht hat über die Videos. Ich muss ganz kurz überlegen, also ich habe das auf jeden Fall so schon erzählt bekommen. Entweder war das im letzten Podcast oder du hast es so oder jemand anderes. Vielleicht hast du es letzte Woche schon erzählt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, okay. Naja, egal. Aber gut, dass wir bei Gurkensohn sind. Es gibt nämlich gleich den nächsten Skandal. Der hatte seinen Ehrenfan Dodo. Und mit dem haben sie diesen Charity-Stream gemacht. Das hatte ich auf jeden Fall mal, glaube ich, im Podcast gesagt, wo er dann irgendwie so abgespackt ist, so kurz ohnmächtig war. Ah, doch, ja, ich erinnere mich. Das war dieser Stream. Ja. Und im Nachhinein dieser Stream war ein Charity-Stream für diesen behinderten Ehrenfan Dodo.
Und der hat halt auch kein Geld gesehen. Oh, oh. Und der gute Kuchen TV, den wir hier auch, oh, das ist YouTube Delight Folge hier, ey, das ist der Hammer. Der gute Kuchen TV hat jetzt auch ein Video gemacht, wo er Sprachnachrichten von diesem Ehrenfan Dodo einblendet. Hm. Und der sagt, dass hinter Gurkensohn, und das habe ich vor Monaten schon im Livestream mal gesagt, dass da eine andere Person hinter der Kamera steht, die im Grunde alles sagt, die quasi der Regisseur ist. Weißt du? Aha. Das würde erklären, warum Gurkensohn. Das war ja für mich ja am Anfang so dieses Verwirrende. Der ist irgendwie behindert oder autistisch oder so. Aber, ja. Aber weiß halt genau, was er machen muss, um erfolgreich zu sein quasi. Hm. Das war für mich am Anfang so eine kleine Diskrepanz. Und da dachte ich doch gleich, da muss eine Person hinter der Kamera wie stehen. Wie bei dir und Franz quasi. Genau. Franz ist ja quasi the brain von genau. Osterafu TV. Der zieht die Strippen an mir. Ja. Das wäre jetzt wie, als würde ich zu MCM sagen, hier, geh mal jetzt auf einen Goetheplatz und film, wie du da hinscheißt. Hm. Das würde auf jeden Fall sehr groß die Runde machen, hm. ja. Und keiner würde raffen, dass es von mir kommt. So. Stimmt. Und MCM ist ja in dem Fall nicht der Böse, weil jetzt auch viele sagen, ey, hier, du Assi-Gurkensohn, gib dem nochmal sein Geld, aber wenn der dafür gar nichts kann, das ist gerade so ein bisschen. Naja, aber er steht da auch in der Verantwortung, so als Person, die davor steht und die halt nicht transparent weitergibt, dass er nicht der Chef ist. Wenn ja, er es denn okay, nicht ist. Das stimmt. Also ich muss auch dazu sagen, so hundertprozentig ist es noch nicht öffentlich. Also es wurde halt jetzt gesagt und Zeugen und bla, der steckt halt mit drin, der Dodo-Typ da. Und gibt's einen. Wie gesagt, ich hab's halt gecallt, für mich macht's absolut Sinn. Gibt's einen Namen? Nee. Das ist so eine richtig unbekannte Person. Ich tippe auf Christoph Krachten. Alter, genau das wollte ich auch gerade sagen. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Alter, ja. Der macht ja ganz komische Dinge auch, sein Sohn, aber na gut, darüber ja. reden wir jetzt nicht. Aber weißt du, was Christoph Krachten ist? Glaube ich. Ein Boomer. Stimmt. Hast du es diese Woche miterlebt? Okay, Boomer. Okay, Boomer auf Twitter, ein ganz ja, großes Hashtag. Ja, ich habe es gelesen, wusste nicht, was das ist und habe dann geschrieben, so, ist es das neue Okay Google oder was ist das jetzt? Nee. Weil wenn ich Okay Boomer sage, geht von meinem Bruder das Handy an. Also diese echt, Google-Funktion, ja. Witzig. Das ist, weil aber du so eine schlechte Aussprache hast. Richtig. Okay Boomer. Okay Boomer ist ein Meme, was auch jetzt schon wieder uralt ist, aber jetzt ist es in den deutschen Medien angekommen. Jeder hat drüber berichtet, auch seriöse Medien. Das Gute ist, wir haben als Radiozuhörer keine Boomer, sondern noch die Generation davor. Wie heißen die? Trümmerfrauen oder? Trümmerer. Nee, ich glaube Generation Hitler. Ja, Generation Hitler. Generation Hitler hört uns am Radio. Das ist sehr schön. Auf jeden Fall fand ich da beide Seiten dumm. Das habe ich auch getweetet. Ich fand es einfach nur dämlich. Weil die Boomer, also Boomer sind übrigens ist eine Generation, so wie die Millennials eine Generation sind. Eine ältere Generation, die mit dem Internet nicht so klarkommt. Genau, und unsere Eltern sind quasi eher Generation X, über die redet halt keiner, interessiert keinen. Und davor kommt die Boomer-Generation, also unsere Großeltern in der Regel, oder wenn man relativ alte Eltern hat, irgendwie die so von 46 Weltkrieg. Bis 64, so in dem Zeitraum ungefähr. Genau. Und die fühlen sich diskriminiert und sagen dann wieder, oh, das kommt gerade von den Leuten, die gegen Diskriminierung sind. Und da gebe ich auch recht, das ist einfach, es ist einfach dumm. Die Begründung dafür ist halt, dass okay, Boomer sich jetzt so durchsetzt, weil man jahrelang irgendwie mit Fakten kommen will für diese alten Menschen, aber das bringt nichts, das interessiert die nicht. Und deswegen sagt man jetzt einfach okay, Boomer, um es abzustempeln als ja. Um halt die Person zu diskreditieren. Du bist halt zu alt, um das zu verstehen. Ja. Du bist so hängen geblieben in der Zeit. Ja. Weil mein Bruder auch mich manchmal Boomer nennt. Echt? Ich hab's erst nicht gerafft, was er von mir will. Okay. Ich dachte, hey, Boomer bin ich doch überhaupt nicht. Ich bin noch viel jünger als ein ja. Boomer. Nee, das sind Leute, die halt dumm sind, hat er mir so kurz erzählt. Wie alt ist dein Bruder? Der ist jetzt 15. Generation Z. Er ist Millennial quasi. Nee. Ab 2000, 2001, 2002 so, ist langsam Übergang, da geht Generation Z los. Echt? Ich dachte, Millennials sind die im Millennial geboren sind. Das denken viele, das ist falsch. Millennials sind wir ab, ich glaube, 86 bis 1999 Geburtsjahr. Ah, das sind Millennials. 93, dann, ja, okay. Das sind tatsächlich die Millennials, aber die Generation Z, ist die Generation, auch ich habe ja Caroline Kostner schon mal angesprochen, die halt so diesen haha, wir wollen alle sterben, diesen Humor haben. Und der kommt ja auch nicht von ungefähr. Also ich glaube, diese Generation, ich habe auch neulich mal, ich weiß nicht, habe ich das zu dir gesagt? Nee, das war zu jemand anderem. Ich glaube, dass wir tatsächlich die friedlichste Zeit
ever hatten für Kindheit. Und zwar die Generation von Mauerfall bis 9/11. Ja, wegen Kalten Krieg und so, ne? Ja, ja. Davor war halt irgendwie immer scheiße. Ja. Und jetzt dann seit 9/11 ist halt auch immer scheiße irgendwie. So eine Grundangespanntheit. Aber vom Mauerfall bis 9/11, glaube ich, richtig geil. Und in der Zeit hatten wir Kindheit. Ist das nicht schön? Ja, tatsächlich. Ja. Haha. An alle Generationen da draußen. Haha, Generation Zoomer. Zoomer gibt's auch. Okay, jetzt, Zoomer. Ja, Generation Z halt. Ja, also keine Ahnung, ich fand das alles dumm. Ja, da finden sich Leute beleidigt. Ich fände es auch richtig dumm, das irgendwie mit Zitat Nigger gleichzusetzen, von der Kraft her, weißt du, dass das irgendwie so diskriminierend ist. Finde ich genauso dumm, aber ich finde es auch dumm irgendwie, diese Verallgemeinerung und Prinzip-Hate, das finde ich halt einfach generell dumm. Das Einzige, was ich Prinzip-Hate, ist Prinzip-Hate. Ja, so. Genau. Nee, aber zu sagen, irgendwie alle Menschen, die vor 64 geboren sind, sind halt erkenntnisresistent oder dumm oder was auch immer. Nee. Das ist total dämlich. Man kann ja durchaus differenzieren, aber manchmal sind solche Beleidigungen oder solche Vorwürfe schon auch trotzdem zielführend. Weil, wie wenn du jetzt jemanden Arschloch nennst. Ja. Obwohl, das ist ein schlechtes Beispiel, weil aus allen Arschlöchern der Scheiße rauskommt. Aber, weißt du, wenn du jetzt jemanden nennst, mir fällt gerade nichts ein. Mhm. Aber ich glaube, das darf man nicht zu ernst nehmen. Und manchmal Beleidigung. Ja, das war die nächste Ebene. Dass das überhaupt so ernst genommen wird von beiden Seiten, fand ich genauso dumm. Also, das ist alles nur dumm gewesen für mich. Keine Ahnung. Meine Aussagen auch gerade. Ich dachte, ich habe ein gutes Beispiel. Aber ich verstehe schon, was du meinst. So. Die Leute zeigen hier schon auf die Uhr. Die brauchen nämlich Vorbereitung für ihre Live-Sendung. Ja, wir machen hier noch 5 Minuten, dann mache ich hier mein Dings an. Oder ich mache es einfach jetzt schon mal an, dann können wir fließend rausgehen. Wir müssen das ja noch rausrennen. Habe ich das jetzt am Anfang erklärt? Wir müssen halt die letzten 15 Minuten, da merkt ihr mal den Soundunterschied. Und ich glaube, so schlimm ist der gar nicht. Mein Handy ist tatsächlich relativ gut, was das angeht. Ich bin sehr gespannt. Und dann müssen wir das ja auch noch rechtzeitig rüberschicken und so einen Spaß, ne? Aber es gibt noch ein paar Themen, wo wir gerade noch bei Twitter waren. Ja. Große Lobotomie auf Twitter. Sascha Lobo war hart in der Kritik. Weißt du warum? Weil er genau das Gleiche gesagt hat wie Alexander Gauland nach der Thüringenwahl, nämlich die Meinungsfreiheit geht manchmal zu weit. Und während bei Gauland irgendwie die ganzen AfD-Leute nicht sagen, kommt jetzt Sascha Lobo daher und sagt, hey, also ich habe die Sendung nicht gesehen, muss ich sagen, aber sagt, ich habe auch da heute getwittert, ich habe wirklich keine Lust gehabt heute auf schlechte Laune, deswegen habe ich mir das nicht genau durchgelesen, wie dann alle wieder sich gegenseitig vollscheißen. Aber er hat wohl auch gesagt, man müsste an manchen Punkten das bisschen regulieren, was mit Hass und so, ne? Wo man ja zumindest mal drüber reden kann. Aber wenn Alexander Gauland das sagt, kommt halt nicht jeder von der AfD her und sagt, ja, der Sascha Lobo, das ist der wahre Faschist und so. Mhm. Solche Sachen habe ich halt nach einer Minute rein sneaken gesehen. Es ist halt eine dumme Aussage. Es ist eine sehr dumme Aussage. Was hast du noch für ein Thema? Ich raff's gerade überhaupt nicht. Weil die Meinungsfreiheit ist ja auch tatsächlich, sie ist ja begrenzt. Ja, man darf ja den Holocaust nicht leugnen und nicht beleidigen und so. Ja, das ist ja schon festgelegt. Also Beleidigung ist ja keine Meinungsfreiheit in dem Sinne. Aber solche Leute denken immer, ihre Meinung wäre eingeschnitten, weil man ihre Meinung nicht gut findet. Aber Meinungsfreiheit ist ja keine Einbahnstraße. Wenn er jetzt sagt, ich finde den Islam schlimm, dann kann ich sagen, ich finde nicht schlimm. Das ist Meinungsfreiheit. Ja, das ist sehr gut. Von dieser Meinungsfreiheit macht auch dein guter Freund, wie heißt er, Stürzenberger gebraucht. Keine Ahnung, wie er heißt. Irgendwas mit S-Berger. Den habe ich nämlich heute gesehen, live übertragen im Facebook-Wohnzimmer, wie er in Erfurt steht und wieder berichtet. Und ich dachte, du warst in Erfurt. Ich dachte, für mich hast mich gerecht. Nein, so nicht. Und ich will ihn auch nicht einfach nur 100%ig kritisieren, ne? Aber an dieser Stelle switchen wir vielleicht einfach mal kurz aufs Handy. Sonst wird das nichts. Wir müssen noch 20 Minuten machen tatsächlich. Kein Ding. Das kriegen wir hin, wir sind Profis. Ich stoppe an dieser Stelle jetzt die Aufnahme und render das mal raus. In der Zeit kannst du kurz noch mal für die Leute zusammenfassen, warum du jetzt so ein guter Freund von diesem Herrn, weiß ich gar nicht, was ist der? Was ist dieser Mann? Der ist ein sogenannter Journalist, Reporter, whatever, Meinungsblogger. Und der geht ganz gerne mal auf Demos, auf Antifa-Demos, wo auch Rechte sind und Linke und versucht dann die Linken vorzuführen und spricht dann ganz gerne mit irgendwelchen Jugendlichen und Kindern und zeigt dann, wie dumm die sind vor der Kamera und auch mich. Und ja, ich habe mich auch nicht so ideal ausgedrückt, als er mich interviewt hat. Das war eine sehr seltsame Situation, das ist auch schon jetzt ein halbes Jahr fast her.
Und es war halt laut, es war kalt, ich habe seine Frage nicht verstanden, ich habe irgendwas geantwortet und habe dann dementsprechend nicht sehr souverän und eloquent reagiert, wie ich es sonst so tue. Und bin deswegen in die Kritik geraten, aus vielen Seiten. Auch meine Freunde und meine Parteigenossen haben mich so ein bisschen beschwingt. Ja, Tino, sonst bist du eigentlich besser so am Mikrofon. Das war ich halt da nicht. Bevor wir hier kurz aufbrechen, wollen wir uns vielleicht auf den Balkon setzen, einfach 20 Minuten? Ja, eine schöne Idee. Ja, dann setzen wir uns auf den Balkon. Hier rendert das gerade raus und dann würden wir einfach danach von einem anderen PC das runterziehen. Ja. Weil ich weiß nicht, ob diese Sprachnachricht dann hier quasi abkackt, wenn ich jetzt das Handy anschließe. Ach, das Sprachnachricht? Naja, nicht Sprachmemo, alles gut. Ich habe nur Sprachnachricht gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt auseinander exerzieren musst, Mann. Ja, dieser Kollege war auf jeden Fall in Erfurt zugegen. Und wow, war das schön. Aber ich glaube, dass Leute wie er gefüttert werden. Also er sagt halt hier, guckt mal da, was genau im Koran steht. Der hat ihn halt gelesen und beschäftigt sich da auch eine Weile mit. Hat auch gesagt, er hat irgendwie mit der ehemaligen Freundin von Sophie Scholl die Weiße Rose wieder gegründet. Die ist mittlerweile tot. Also kann man auch sagen, okay, Boomer, vielleicht wenn die im Alter dann erkennt, dass der Islam ganz böse ist. Vielleicht ist die dann auch gar nicht mehr so clever. Aber das ist ja das große Problem. Ich bin jetzt auch kein Freund des Islams. Also nicht der Größte, so. Beziehungsweise sage ich halt einfach, durch so eine Kultur, die sich da vielleicht ein bisschen eingeschlichen hat, dass man den Islam lieber nicht kritisieren sollte oder Angst haben muss, den zu kritisieren, wo es doch durchaus vielleicht den einen oder anderen gerechtfertigten Punkt gäbe, durch sowas wird so ein Typ wie er halt befeuert, weißt du? Es gibt einen Unterschied zu sagen, man kritisiert den Islam, ja, und man kritisiert die gläubigen Menschen und Moment. Muss hier noch kurz das Mikrofon ausmachen, sonst gibt's auf den Sack. Ja. Es gibt einen Unterschied zu sagen, man kritisiert den Islam oder man kritisiert allgemein Religionen, wie ich es tue. Ich finde, dass alle Religionen ins Museum gehören. Und die Menschen bei Pegida und bei der AfD gehen ja immer auch ganz gerne gegen die Menschen auf die Straße, gegen die Muslime. Und die kennen überhaupt keine Muslime. Und ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch den Islam oder ich finde Religion an sich sehr schwierig. Aber ich kann differenzieren und ich kenne Menschen, die muslimisch sind und die sind zum Großteil sehr nett. Ja. Und auch das ist eine homogene Gasse, eine heterogene Gruppe. Und da muss man halt differenzieren. Und hat der Stutzenberger denn eigentlich auch wieder es geschafft, kleine Kinder zu verunsichern? Nee, er war mehr so in einem Kreis drin und hat halt in jede Richtung gesprochen. Da war so ein Punk dabei, der immer mal wieder dazwischen gerufen hat. Und dann kam einer, hat ihm den Stinkefinger gezeigt und auf den Boden gespuckt. Und da ist es halt sofort eskaliert, hat er zu der Polizei geschrien, da und jetzt direkt verhaften, hier Anzeige. Das war ein bisschen lächerlich. Das ist auch, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an ihm. Wenn er das, was er machen würde, einfach ein bisschen ruhiger präsentieren würde und dass wirklich ein Dialog entsteht. Aber so merkst du halt immer, es ist immer der Ansatz da, hey, wir wollen das jetzt hier irgendwie vorführen. Und er ist immer so richtig aufgeregt. Er nicht irgendwie aggressiv, aber schon so die Vorform von aggressiv. Und das gibt diesem Ganzen halt so einen sehr ekligen Beigeschmack. Sobald er halt Gegenwind bekommt und spürt, zieht er dir auch das Mikrofon weg. Ja. Naja, ich wollte es auch gar nicht so lang machen. Ich fand es nur witzig, dass ich durch Zufall einmal Facebook öffne und das ist es ganz oben, was mir angezeigt wird, weil ich halt in diesem hässlichen Facebook-Wohnzimmer in dieser Gruppe bin. Aber es gibt noch ein, zwei andere Themen, wo wir es von den Millennials so gerade die ganze Zeit hatten. Die sterben nämlich früher als die Generation unserer Eltern. Also wir sterben früher durch Fettleibigkeit, ungesunder Lebensstil und auf Platz 2 auch schon mentale Gesundheit. Ja, wir sitzen ja auch viel auf unseren Ärschen. Wir zocken ja auch sehr viel und sitzen vorm PC. Das kann ja auch so ein Ding sein. Ja, wahrscheinlich. Aber normalerweise sagt man immer, die Lebenserwartung geht hoch. Aber bei uns... Wir machen so einen kurzen Knick. Ja. Das haben wir jetzt wir von... Wir sagen nicht mit uns. Das haben wir jetzt von Frieden. Das ist ja auch so ein Bericht, dass die Millennials, ne, die machen alles kaputt. Sogar sich selbst. Gibt's ja jeden Bericht, haben Millennials hier... Wie heißt es? Videotheken zerstört und so. Naja. Das waren wir nicht persönlich. Na doch, ich schon. Ich habe den einen oder anderen Brandstifter schon mit Molotow-Cocktails versorgt. Ich bin gerade am Lesen gleichzeitig, merkt er vielleicht. Noch ein wichtiges Thema, was ich spannend fand. Und zwar geht jetzt bald Disney Plus ins Netz. Das heißt, Disney hat sämtliche Filme und Serien aus den Amazon Prime und Netflix
Bibliotheken rausgenommen und macht jetzt seine eigene Videothek. Habe ich auch sehr witzige Memes schon dazu gesehen. Echt, wenn du Disney Plus and Chill machst, aber dann irgendwie Cinderella auf dem Fernseher läuft oder so und dann siehst du halt von American Psycho, Norman Bates ist es da, glaube ich, oder nee, jetzt verwechsel ich jetzt mit dem richtigen Psycho. Ist egal, der Typ von American Psycho, wie er halt mit einer alten Bums aber zum Fernseher schaut. Ich dachte, es geht dann in die Richtung so Pädophilie, ja, das ist so Disney Plus and Chill, so für Pädophile, so ein Ding ist. Na, klein ist, so mit dem Van fährst du nicht mehr mit Süßigkeiten vor, sondern sagst, ey, ich habe ein Monatsabo Disney Plus, komm mit. Und Nickelodeon, der große Konkurrent von Disney, macht's schauer, denn der geht eine Kooperation ein mit Netflix. Und mit Vergewaltigern und Kinderschändern. Das auch, und mit Netflix. Und die werden da gemeinsame Dinge produzieren. Ich glaube, dass das eher die Zukunft ist, dass man Kooperationen schließt, als dass alle ihre eigenen Streaming-Dienste anbieten. Wobei ich auch gegen Monopole bin. Ja. Ich bin ganz froh, dass es sowas gibt wie halt verschiedene Anbieter, aber es hat eben auch seine Nachteile. Dass man halt als Benutzer oder als Konsument viel Geld zahlen muss, um alles zu sehen. Ich glaube, da ist auch ein großer Markt für einfachen Streamingdienst für Childporn direkt. Da könnte man das umgehen. Mit dem Disney Plus and Chill. Ja. Wenn man einfach direkt diesen Markt bedient. Quasi auch legal. Hallo, schönen guten Tag. Wir haben hier freigemacht, ne? Ach so, du bist keiner, der da rein will. Irgendwie 18 Uhr wollte jemand live sein. Naja, wir sind auch schon fast durch. Aber mögen denn Pädophile auch tatsächlich so Kinderserien? Ja, dich sowieso. Ja. Aber mögen die auch Kinderserien? Ich weiß ich nicht. Sag du es mir, du bist doch in diesem Metier unterwegs. Du bist doch hier in der Filmbranche. Ja. Hatte ich das schon mal im Podcast gesagt? Hätte ihn fragen sollen vorhin. Es war ganz witzig, weil Jendrik ja auch so Theaterschauspiel und so. Ja, ja. Und unsere gemeinsame Oma hat dann zu ihm gesagt, pass ja auf, was sie mit dir machen. Nicht, dass du rumgereicht wirst und dann endest du wieder Harald Klöckler. Ja, ja, das, er hat es mir erzählt. Ja. Also das passiert mit Leuten, die in die Theaterbranche gehen. Ich habe mal einen Pädophilen kennengelernt, einen pädophilen Regisseur, der aber versucht, sich so ein bisschen abzutherapieren. Abzutrainieren. Und das Gespräch war sehr spannend, aber wir kamen nicht aufs Thema, ob er jetzt Kinderfilme mag. Weiß ich, hab ich nicht gefragt. Hätte ich machen sollen vielleicht. Ja. Aber er mochte mich, weil ich halt so jung aussehe. Gut, hatten wir das. I stand with Taylor, hab ich hier noch stehen. Taylor Swift. Swift, ja. Ich dachte erst, es geht um den Taylor, der auch bei der Amtsenthebung Aussagen machen musste. Aber nein, es ging tatsächlich um Taylor Swift. Und das war Hat sie einen neuen Song rausgebracht? Ja, vielleicht, keine Ahnung, ist mir egal. Aber sie hat innerhalb von sechs Stunden geschafft, dass 700.000 Tweets mit diesem Hashtag verwendet werden. Bots. Nee, pass auf, ist nämlich ein großer Skandal. Taylor Swift hat nicht irgendwie alle Rechte für alle Songs von ihr. Und da hat sie ein Statement gemacht und es wurde ganz viel geteilt und die Fans haben eigeninitiativ dann das Hashtag I stand with Taylor gemacht, weil sie sind für sie. Das ist überraschend, oder? Dann hat sie aber auch die falschen Verträge unterschrieben. Wenn du bei irgendwelchen großen Plattenfirmen unterschreibst, dann musst du auch gucken oder durchlesen, was du da unterschreibst. Ich habe mich halt wirklich nicht reingelesen, weil Taylor Swift mir richtig egal ist. Aber wenn das wieder so ein Hashtag-Freiheit-Ding wie von Unge ist, ist das ziemlich witzig. So, huch, ich habe einen Vertrag unterschrieben, der gefällt mir jetzt nicht mehr. Ich mache das mal öffentlich. Da kann man nur sagen, selber dran doof letztendlich. Ja. Wenn man um jeden Preis berühmt werden will, wenn man jeden Vertrag unterschreibt, dann kann man auch nicht dann sich nach 5 Jahren beschweren, dass alles scheiße war. Aber sie hat ja auch viele Co-Writer. Das ist ja auch so ein Fluch von diesen ganzen großen diesen Radiostars wie Katy Perry, Lady Gaga und uns. Wir haben immer so ganz große Listen von Komponisten. Ja. Dieser eine Song wurde von 6 Leuten geschrieben. Und dann ist es ja klar, dass du nicht alle Rechte an dem Song hast. Aber du darfst eigentlich alle Songs live spielen, ohne zu fragen, wenn du halt irgendwie GEMA zahlst. Ja, wie gesagt, ich habe mir das gar nicht durchgelesen. Also sie hatte so ein Screenshot von 3 Seiten Text. So.
Das war mir einfach zu dumm, das durchzulesen. Aber es war halt echt 700.000 Tweets dazu, ist schon echt heftig. Das ist auch so ein Fluch von uns Millennials, dass wir nur diese Facebook-Beiträge und Twitter-Beiträge lesen. Nur Überschriften immer. Richtig, und die langen Texte gar nicht mehr lesen wollen. Nee, also so ist es ja nicht. Also außer doch, bei Taylor Swift. Bei mir schon. Ja? Ich lese nicht mehr so gerne lange Texte, aber ich muss manchmal lange Texte lesen. Für Schauspiel dachte ich. Ja, ja. Ich lese, beim Schauspiel lese ich immer nur die Überschriften von den jeweils, von den Szenen. Der Rest wird improvisiert. Ja. Schön. Dann habe ich hier noch eine richtig witzige Nachricht. Und zwar wurde in Italien darüber abgestimmt, ob man jetzt Maßnahmen gegen Klimawandel unternehmen sollte. Und zwar in Venedig wurde da eine Sitzung abgehalten. Da wurde dagegen gestimmt. Mhm. Und irgendwie eine Stunde später gab es die größte Überflutung in Venedig, die es irgendwie seit 50 Jahren gab. Habe ich also gelesen, ja. Die, also dieses Amtsgebäude wurde halt noch nie geflutet. Und da war dann halt einen Meter hoch das Wasser drin. Das ist Karma, würde ich sagen. Das war ziemlich witzig. Das ist Karma. Ich dachte erst, wo ich das Bild gesehen habe, dass es irgendwelche Aktivisten waren. Mit Eimer Wasser. So ein Eimer Wasser. Das Parlament, ich dachte, Million. Das Parlament haben die irgendwie nur überflutet. Ich habe nur dieses Bild gesehen vom Parlament, was überschwemmt war. Ich dachte, es waren irgendwelche grünen, so Greta war das persönlich. Greta hat persönlich in Eimer geschissen und den Tränen geweint. Der Tränen geweint im Parlament. Nee, also das fand ich auf jeden Fall eine sehr schöne, ironische Meldung. Aber so ist es viel witziger tatsächlich. Ja, schön. Ich habe sonst keine Themen mehr tatsächlich. Du hast keine Themen mehr. Es gibt noch ein ganz großes Thema. Was doch, AfD, Brandner. Der wurde als Rechtsausschussvorsitzender abgewählt. Brandner und rechts. Richtig. Passt doch gar nicht zusammen. Überhaupt nicht. Er dachte, er wäre Rechtsvorsitzender, aber er ist nur Rechtsvorsitzender. Hm, Mist. Dumm. Ja, stimmt. Das war auch noch ganz groß. Ich kann auch wieder was zu Hongkong. Machen wir am Ende wieder Hongkong. Da können Leute abschalten, die es gar nicht mehr hören können. Ich denke auch. Ach, in Hongkong, da leiden immer noch die Menschen. Ich kann es nicht mehr hören. Immer das aber Gleiche. Vorher will ich vielleicht in Bolivien noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen. Da ist nämlich auch seit einiger Zeit die Kacke am Dampfen. Und da wird halt auch groß protestiert. Ich habe die Hintergründe nicht hundertprozentig präsent, aber wenigstens mal erwähnt haben, damit wir dann in 5 Monaten sagen können, wir haben es wieder zuerst erwähnt. Mhm. Nee, da sind tatsächlich jetzt auch einige von den Demonstranten schon gestorben, weil es einfach übelster Aufruhr ist. Mhm. Der Typ weigert sich wohl zurückzutreten, soweit ich weiß, und ist nicht gut. So, ganz kurz zusammengefasst. Ich will nach Hongkong. Ja. What, ja. Du hast mir geschrieben, dass das, weil er auf also das Ende vielleicht, zugeht. Vielleicht, ja, also ja, warte ganz kurz. Vielleicht soll ich auch hier nochmal für dich erwähnt, dass Right-Wing-Leute sind in Bolivien das Problem. Überraschung. Ja. Und die wollen die indigenen Leute, also Bolivien ist ja südlich von Brasilien und auch da wohnen indigene Leute und die sind nicht so beliebt. Auf die wird irgendwie, die sind quasi der Jude da, so. Mhm. Das ist wieder das versteht halt keiner, das habe ich jetzt wieder gesagt, um Bezug zu nehmen auf dieses Stürzenberger Ding von dir, was halt keiner rafft, aber ist auch egal. Nee. Auf jeden Fall die ist es halt Juden, so, dass die da auch als Ratten bezeichnet werden und dass sie irgendwie satanistische Kulte haben und so. Und das finden die natürlich nicht so gut, die Indie. Klingt aber egal. Sympathisch. Lass doch mal über Asiaten lieber reden, weil wen interessiert denn Südamerika? Kein Schwein. Da gibt's nur Wald und nichts und Armut. Ekelhaft. Ja, nee, also zu China wollte ich jetzt nochmal ein bisschen differenziert was sagen, denn also diese Woche habe ich vermehrt wirklich ganz viel gesehen, was auch von Seiten der Demonstranten ausging und extrem war. Mhm. Ich habe zum Beispiel ein was gesehen, wie ein Demonstrant einen Pro-Beijing-Typen anzündet. Also vielleicht sind es auch zwei, es kann sein, man sieht es nicht aus dem Kamerawinkel, schüttet halt irgendwas drüber, zündet an, der brennt, also er kann sein T-Shirt ausziehen und keine Ahnung, ob er jetzt großen Schaden hat, aber er hat halt erstmal fucking gebrannt. Das nee, ist gar keinen hart. Schaden, nach so einem Brand. Naja, gar wenn nicht. Du das T-Shirt ausziehst und es nur oberflächlich war, wirst du keine Langzeitschäden haben, vermute ich. Ich bin Stuntman, ich kenne mich aus. Ach so. Nee, und das wollte ich zumindest mal erwähnen, aber genau gleichzeitig sieht man ja auch immer wieder Leute, die eingeschleust werden, die dann nachmittags, nach getaner Arbeit oder abends dann ganz gemütlich ins Polizeiauto steigen und wegfahren, die einfach False-Flag-Leute sind, um unterhalb der Demonstranten einfach stunk zu machen, um dann Gewalt zu rechtfertigen. Das ist kulminiert in einem, ach, eine Schwangere wurde auch noch mit Pfefferspray vollgesprüht und dann von 4 Leuten überrumpelt und so weiter. Es ist ganz viel wieder passiert, aber ich will es zusammenfassen. Kulminiert in einer Siege, wie sagt man, eine Belagerung der Universität in Hongkong, was so krasse Bilder einfach sind. Da habe ich so Drohnenaufnahmen gesehen, wie du wirklich auf einer Brücke siehst,
da sind die Studenten, die vor sich eine Wand angezündet haben, damit die Polizisten, die auf der anderen Seite der Brücke stehen, nicht weiter vorrücken können. Boah, und die verteidigen ihren fucking Campus gegen die Invasion der Hongkong-Polizei. Ja. Das ist so hart, was da abgeht. Unglaublich. Aber irgendwie auch cool. Ein bisschen auch also irgendwie es, cool, es ist, ja. Es ist ein cooles Bild bestimmt. Wir müssen jetzt wirklich auch langsam zum Schluss kommen und die Woche zusammenfassen, aber ich will es zumindest kurz erwähnen, weil es war das Riesenthema, es hat aber auch jeder jetzt schon zur Genüge auseinandergenommen, dass YouTube werbeunfreundliche, beziehungsweise, also die große Angst war, dass YouTube werbeunfreundliche Kanäle einfach löscht, was in den AGBs geändert wurde, aber nicht geändert wurde, wie sich rausgestellt hat, was seit 2013 da drin steht. Einfach wenn du für YouTube unwirtschaftlich oder geschäftsschädigend bist, dass sie dir sich das Recht rausnehmen, dich zu löschen. So. Das wurde ja aufgebauscht, in dass sämtliche Kanäle unter 1000 Abonnenten oder, einfach gelöscht werden. Genau, oder einfach Kanäle, die ihre Videos demonetarisiert kriegen, weil sie zum Beispiel Content ab 18 machen, der nicht irgendwie vermarktet werden kann. Und das war erstmal ein bisschen mehr Panik, als es wirklich relevant war. Mhm. Weil so schlimm ist es dann doch nicht. Lest euch rein, wenn es euch wirklich interessiert. Das wäre ja auch dumm, wie gesagt, brauchen ja auch User, die nur kommentieren, die gar nicht groß produzieren. Im gleichen Atemzug wurden halt andere wirklich gelöscht. Ihr habt gleich das ganze Google-Konto gelöscht, weil sie ein Emote gespammt haben, obwohl sie aufgefordert wurden, das zu tun und so. Also die haben aber auch ihre Accounts wieder, bla bla bla. War ein großes Thema diese Woche. Das Einzige, warum ich das überhaupt nochmal erwähne, ist, ich glaube, dass trotzdem über all dem steht, dass so Kanäle wie auch wir vielleicht früher oder ein Filthy Frank oder Children of Poseidon zum Beispiel, die waren auch so Leute, die haben sich halt in Kakteen reingeschmissen und so. Ich glaube, solchen Content wirst du halt immer weniger auf YouTube sehen und das finde ich erstmal schade. Seitdem als großer Jackass-Fan zum Beispiel. Seitdem es halt diese Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen und dann richtig viel Geld zu verdienen, ist der Content scheiße geworden. Ja, naja, nicht per se, aber seit der Adpocalypse, wo dann wirklich ganz viele Inhalte nicht mehr monetarisiert werden können, ist es nochmal extremer. Ja, genau. Weil früher konntest du halt in den Kaktus reinspringen und dann Geld damit verdienen. Heute geht das nicht mehr. Ja, so vor 10 Jahren, ja, mit den Außenseitern und so und Cold Mirror, das war schon was anderes, war viel sympathischer. Und sympathischer viel, vielleicht, ja. Aber die Außenseiter fand ich nie so geil. Teilweise, die hatten coole Songs, finde ich. Waschmaschine war gut. Waschmaschine, okay. Waschmaschine. Also ich kenne dieses Herbert-Ding oder was das war, das fand ich immer auch super. Ich bin der Herbert. Ja, genau das. Ja, das ist auch so mittelmäßig, das stimmt. Also das ist ganz, ganz finster. Naja, was halten wir denn von der Woche, Tino? Es nimmt gerade Fahrt auf mit Trump. Ich glaube, das ist so. Ja, haben wir jetzt Thema, natürlich wenig drüber gesprochen. Weil es auch erst Fahrt aufnimmt. Ja. Tatsächlich. Ja, also ich finde es uncool, drüber zu reden, während wir das aufnehmen, da was läuft und wir nicht wissen, was da gerade passiert. Wir können Tipps abgeben. Was denkst du, wird Trump enthoben? Also ich bin bei Nein, aber ich hoffe es halt hart. Ich sag ja und hoffe nicht. Ich mach's Gegenteil. Ja. Einfach für die Memes. Also falls er nicht aus dem Amt gekickt wird und selbst wenn diese Enthebung passiert, heißt das noch nicht, dass er sofort aus dem Weißen Haus fliegt. Das geht dann nur in die nächsthöhere Instanz, soweit ich weiß. Aber es ist ja schon mal eine wichtige Grundlage. Das auf jeden Fall. Und es setzt ja auch ein Zeichen so, dass sich der Präsident nicht alles erlauben darf. Ja. Und, also auch der Erste, ne? Irgendwie seit unendlich vielen Jahren. Er wäre der Dritte insgesamt, der überhaupt so ein Dings hatte. Ja. Ja. Also ich gebe der Woche jetzt einfach gefühlt so eine 6. Weil mal wieder viele kleine Sachen passiert sind. Ja. Aber nicht die eine große Sache. Es spitzt sich zu, ich könnte auch noch höher gehen, aber. Nee, auf keinen Fall. Also 6 maximal, würde ich auch sagen. Maximal, ja. Also was YouTube betrifft, war die Woche halt schon ein ziemlich heißes Eisen, aber mittlerweile. Also es macht auch mal Spaß darüber zu berichten, aber nur über YouTube Kiki Kaka und haha, Simon Desue macht jetzt wieder irgendwie Scheiß, um seinen Überraschungen, um seinen Zuschauern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist dann halt, da finde ich es spannender, das 10. Mal über Hongkong zu reden, während irgendeine Schwangere gerade ihren Uterus zerkloppt kriegt. Mhm. Wobei es auch Gewohnheit wird, ne? Wenn du immer wieder so Horrormeldungen hörst aus Hongkong, dann wird es normal. Wie in Afrika, dass jede Minute ein Kind stirbt. Das war früher mal ein Schocker, aber inzwischen ist es so, ja, ist doch klar, ist doch natürlich. Ob es in Afrika statt Sonnenuhren so einen Ticker gibt von Leuten, die sterben und das wird dann als Uhr verwendet? 5 nach totes Kind oder so. Ja. Es sind schon wieder 12 Kinder gestorben hier in der Zeit, wo du hier rumlungerst und dich nicht beeilst. Lass das mal etablieren. Unbedingt. Naja, also du hast ja recht, dass dann das irgendwie das rausnimmt, aber theoretisch nimmt es das auch wieder in den Alltag mehr auf. Es muss sich steigern. Wenn wir den ganzen Tag in toten Kindern rechnen würden,
Wir könnten nie vergessen, dass in Afrika tote Kinder existieren. Also nicht mehr. Also weißt du, wie ich es meine. Egal, aber wir geben der Woche eine 6. Ja, 6. Also nicht schön, nicht gut, aber normal halt. Und man ist weniger schockiert. Wir haben das letzte Mal gesagt. Also eine 2 wäre halt schlecht, sage ich mal. Aber da gar nichts passiert. Nee, 0, da passiert halt gar nichts. Ja. So, 5 ist ja schon echt gut. Ist es auch, ja. Deswegen also war ich bei 6 schon ein bisschen so... Ich bin kritischer. Du bist halt weniger kritischer geworden. Du bist bei YouTube weniger involviert. Und dieses ganze Gurkensohn-Ding und so, das ist halt... Für mich persönlich war die Woche echt eine 9. Ja, der Dreh war persönlich, unglaublich, ja. Aber so für euch da draußen, für die normalen Menschen da draußen, war es eher eine 6 maximal. Okay. Naja gut, dann lass doch einfach deine persönliche Woche in diese Wertung mit einfließen, wie das Ejakulat eines bestimmten Schauspielers in einen 15-jährigen Jungen, Spoiler. Vielleicht. Und dann sind wir uns einig mit den 6. Ja. Mit dem, die waren sich nicht einig mit dem 6. Wer weiß. Ja, okay. Jetzt wisst ihr es. Alles klar, bis hierhin haben vielleicht Leute... Also wenn man das googeln will, googelt man das sofort, glaube ich. Ich denke auch. So, und wartet nicht bis nach... Egal. Serbischer Ash Ketchum, googelt. Serbischer Ass Ketchum. Okay, das war's. Auf Wiedersehen, Leute. Bis bald. Küsschen.